Hallo YouTube, hier ist er wieder, der Sven, euer Küchenmagier, und ich befinde mich auf einem Mittelaltermarkt und da würde ich euch gerne mal ein paar Eindrücke von zeigen. Aber geht das mal los, ne? So, los geht das hier mit einem Stand, einem Schmiedenstand. Ein paar Anboss da vorne. Und dann strömt das die Feuerstellen. Und vielerlei schönen Sachen. Jawohl, dann geht das hier weiter. Büchern. Ein Heilsteinstand. Und jetzt zu einer meiner Favoriten, und zwar zu einem Knochenstand, was wirklich sehr, sehr selten ist. Dann geht das hier los. Er ist jetzt auch gerade am Arbeiten, der Besitzer von dem Stand. Und zwar bearbeitet er gerade ein Stück Knochen. Da ist er. Am Arbeiten. Mit einer Feile. Viele interessante Sachen. Zum Beispiel, wie er mir selber erzählt hat, eine Münzwaage. Die sehen wir hier. Damit hat man den Gegenwert der Münzen. Wenn sie den gleichen Wert hatten, dann legen sie eine waagerechte. Und wenn eine Münze einen anderen Wert hatte, dann fiel sie natürlich runter, weil sie schwerer war. Schönen Dank für die Präsentation. Gibt es auch hier eine Menge Felle, von denen ich mir auch eins geholt habe. Das zeige ich zum Abschluss noch. Der Stand hat mich echt beeindruckt. Muss aber rausschneiden. Bist du ruhig im Hintergrund? Hier auch noch jede Menge Vogelköpfe, zum Beispiel. Ich glaube, das sollte ein Widder sein, oder was ist das? Eine Ziege, eine afrikanische Ziege, okay. Ja, dann würde ich sagen, viel Erfolg noch und schönen Dank. Ja, euch auch. So, dann geht das kurz weiter. Eine kurze Pause. Hier sehen wir einen kleinen Einblick vom Bogenschießen. Da ist das Ziel. Sollen wir mal stehen bleiben, dann geht das einfacher. Super, danke. Das heißt, wenn man immer so hin und her läuft. Und hier gibt es das Abendmahl. Das ist schon fast leer. Da in dem Topf gibt es die leckere Suppe. Mal weiter. Verschiedene Zelte haben wir und unter anderem hier ein Schlafgemach. Wir kennen das als Zentralheizung. Hier hätten wir dann die Heizung aus dem Mittelalter mit Kohle. Der Truhe. Kleiderständer und der Bewaffnung. Und zu guter Letzt darf das Nachtlicht natürlich auch nicht fehlen und die Kopfbedeckung. Oh, das war Jenes.
Und was ist ein guter Ritter ohne dementsprechende Bewaffnung? Die hätten wir denn hier. Seid gegrüßt. Schwerter und Äxte. Und natürlich für die kalten Jahreszeiten Felle. So, und zu guter Letzt mein angesprochenes Fell, was ich mir geholt habe. Das ist ein Nerzfell. Oh. Das war euer Küchenmagier auf dem Mittelalterfest. Oh, bis denn. Ciao, ciao. Viel Spaß beim Schauen dieses Videos. Und tschüss.